Playboy GQ und FHM wurde genannt. Ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. So. Hier bleibe ich, guck mal, hier bleibe ich, hier mache ich es mir bequem. So, herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Erich und wir sind hier immer noch auf dem Hip-Hop Open in Stuttgart. Und ich habe mir Gerard geschnappt, der gerade von der Bühne gekommen ist. Herzlich willkommen auf hiphop.de. Mein Name ist Erich und ich stehe hier mit Wunder vom Blumentopf. Hallo, servus. Wie geht's dir? Alles fein, gerade gegessen. Hoffentlich überall noch Tomatensauce. Alles gut. Wie war's? Darum der angeblich rote Kopf. Ich kann mich nicht sehen, aber ich habe gehört, ich habe einen roten Kopf. Es war sehr schön, aber es ist natürlich irrsinnig heiß hier. Aber es war richtig gut. Also viele Leute da in der Hitze. Und Sound war gut, alles super. Du kommst gerade von der Bühne, ihr wart auf der Bühne schon. Ja, wie war's? Ja, war nett, sehr heiß halt. Und du merkst auch den Leuten, also ich nehme an, es werden noch einige umkippen heute im Publikum. Das ist krass, wir haben gesehen, während eurem Auftritt haben die Leute auf Barren rausgezogen aus dem Publikum. Die waren bewusstlos, also wirklich, die lagen nur noch da. Ja, also so habe ich es nicht gesehen. Ich habe gesehen, dass halt so fleißig wie möglich Wasser verteilt wurde, was aber auch echt nötig ist. Ja. Du bist relativ früh aufgetreten. Allerdings habe ich gehört, dass Chefcat erzählt hat, dass bei ihm die Bühne richtig voll war, dass die Leute abgegangen sind. So, wie war es bei dir? Auch genauso. Also ich habe 2 Slots, glaube ich, nach Chefcat gespielt und es war super. Also es ist halt, natürlich, es ist halt wirklich brennend heiß, aber es ist ganz lustig, weil es steht da im linken hinteren Bereich steht so ein riesen Baum und du siehst halt, wie die ganze Traube Menschen, also die nicht vorn stehen, die stehen dann hinten so in dem Baumschatten. Das ist immer lustig zu sehen, so wie die dann wandern werden im Laufe des Tages. Voll. Also an jedem Ast steht einer und bekommt noch ein bisschen Schatten ab. Sehr cool. Wie du weißt, wir haben den Leuten Fragen gestellt über euch. Ja. Und es waren ein paar Schätzfragen dabei, ein paar Wissensfragen so. Und du darfst das jetzt auflösen. Wir haben Fragen vorbereitet und zwar machen wir nämlich diesen Fancheck gerade. Was denn? Diesen Fancheck. Diesen Fancheck? Genau, wir laufen rum, fragen Leute, fragen über dich. Ah, okay. Und ich habe jetzt 6 Fragen vorbereitet, die du quasi jetzt auflösen wirst. Ja. Und fangen wir bei der ersten Frage an und zwar aus wie vielen Mitgliedern besteht der Blumentopf? 3, glaube ich. 5, oder? Also mit DJ gezählt, 5. Ich weiß echt nicht, 4 oder so, 5? Warte, 4. Würde ich jetzt mal. Was sagst du, auch 4? Ja. Wie viele waren da? Ich glaube 4. 5. Fällt es nach all den Jahren immer noch so schwer? Wir müssen immer noch mal sicher gehen, das soll ja amtliche Antwort sein. Sehr gut. Könnt ihr euch noch leiden, könnt ihr euch noch sehen nach all den Jahren? Oder gibt es da mittlerweile schon so Rivalitäten innerhalb der Gruppe? 5. Und zwar die erste Frage lautet, für welches Magazin schrieb Gerard als Journalist? Ich würde jetzt mal raten, irgend sowas wie Weiß oder Lowdown. Nicht nur mich, die da. Ich habe keine Ahnung. Welche Magazine kennst du denn? Playboy. Nein, keine. Playboy GQ und FHM wurde genannt. Ihr seid auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. So. Hier bleibe ich, guck mal, hier bleibe ich, hier mache ich es mir bequem. Ja, was war es denn, die Bravo, oder? Ja, fast. Ja. Ungefähr so das gleiche Stundenblatt. So. Für die Backspin. Genau. Wie kam es dazu? Erzähl mal ein bisschen. Keine Ahnung, da war ich so 16, 17 und ich fand immer, dass österreichischer Hip-Hop immer ein bisschen unterrepräsentiert war in deutschen Hip-Hop-Magazinen. Und ich glaube, ich habe die Juice und die Backspin angeschrieben und Juice hat sich nicht gemeldet und darum habe ich dann für die Backspin geschrieben. Interessant, so, dann weißt du auch, wie das Ganze, die ganze Maschinerie quasi hinter den Kulissen abläuft. Voll, und ich beneide keinen Journalisten. Also gerade so, wenn es um Reviews geht und so, ist manchmal ist nicht lustig. Also wenn ich dir jemals eine schlechte Review reindrücken sollte, dann weiß ich, dass du wenigstens Verständnis dafür hast. Ja, voll. Aber musst du auch nicht nur deswegen ausprobieren. Nee, Quatsch, gar nicht. Aber bei manche Rapper reagieren da sehr gereizt so drauf. Und, also ich, wie gesagt, ich mag auch echt mit keinem Journalisten, der Reviews schreibt, tauschen. Weil man kennt ja immer die Acts und man muss halt dennoch irgendwie objektiv bleiben und das ist dann immer bescheuert. Noch dazu, wenn man sich dann eh bemüht, also bei mir war es bei einem Fall mal so, wo ich mich eh wirklich auch bemüht habe, so ein bisschen einfach das Ganze nicht so streng zu schreiben und dann war es zu unstreng und dann hat quasi einer von der Backspin das richtig zerrissen und dann fiel es auf mich zurück, so, obwohl es nicht mal ich geschrieben habe und das war so eine Aktion, wo ich dann gesagt habe, nee, lasst eure Reviews wenn anderen schreiben. Ich glaube, sowas hat jeder Redakteur in seiner Laufbahn, ja. Sowas hatte ich auch schon mal. Ja. Es ist aber völlig bescheuert so, jeder soll seinen Job machen und da ist ja nichts Persönliches so, also es gibt ja auch Künstler, auch wir Künstler untereinander verstehen uns halt teilweise menschlich, aber halt musikalisch feiern wir den anderen nicht und man kommt ja trotzdem aus.
Ja. Also. Das Ding ist auch ganz klar, wir sind keine Promo-Plattform. Das verstehen manche Künstler einfach nicht. Ja. Ich verstehe es, da ich ja auch quasi von der anderen Seite rüber gewechselt bin. Cool. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie lange ist der Blumentopf schon am Mic aktiv? Boah. Das ist schon, so lang, schon länger unterwegs. Das weiß ich. Ja, früher als kleines Kind schon mal ein paar Lieder gehört. Schätz mal 12 Jahre, was ist das? 10, 15? 10, 15 Jahre. 10, 10 Jahre. Ich glaube eher. Ja? Nee, ich glaube eher so 8. Okay. 4 Jahre. 4 Jahre, was sagst du? Nein, ich glaube mehr. Ich glaube so vielleicht 6, 7. Mhm. Okay. 5 Jahre. 5 Jahre? Dann sag ich 7. Keine Ahnung, nicht. Ja, 7 Jahre. Wir machen das seit 1992. So viele Finger hast du in deinem Arm? Ja, man muss ja immer noch mal nachzählen. Ne? Seit 1992 sind 21 Jahre. Das hast du jetzt aber verdammt schnell ausgerechnet, Wahnsinn. Obwohl ich in Mathe immer so schlecht war. Du bist hier der... Ja, aber Kopfrechnen hat mit Mathe nichts zu tun. Also wer gut Kopfrechnen kann, kann deswegen noch lange nicht gut Mathe. Und wer gut Mathe kann, kann deswegen noch lange nicht gut Kopfrechnen. Na gut, ich konnte eigentlich beides nie, aber... Ja, dann. Kommen wir mal zur zweiten Frage. Und zwar, aus welcher Stadt kommt Gérard ursprünglich? Damn, es klingt so französisch. Ich hätte das auf Saarbrücken oder sowas getippt. Aus Wels in Oberösterreich. So Kleinstadt, 60.000 Einwohner, glaube ich. Bin aber dann sofort mit 17 oder 18 nach Wien gezogen und seitdem sehr glücklich dort. Dort warst du mit Chakusa und Raff ein bisschen unterwegs? Es gibt gemeinsame Tracks? Es gibt mit Chakusa noch in Wels, also er kommt ja von Linz, das ist so 10 Autominuten entfernt. Und da haben wir ganz früher, also bevor das mit Bushido und so war, haben wir schon gemeinsam Mucke gemacht. Auch eben mit Stickel, deswegen jetzt auch wieder die Connection. Und Raff kenne ich eigentlich nur von ein paar Partys in Wien, also mit dem, denn wir haben uns nur immer so gesehen, aber nie irgendwie miteinander gesprochen. Kleine Welt ist, ne? Voll. Ja. Gerade, also überhaupt, man trifft auch immer auf Festivals immer Leute, mit denen man von vor 15 Jahren mal über ICQ so Tracks gemacht hat oder was auch immer so, das ist ganz verrückt. ICQ, das kennen die Leute gar nicht mehr heutzutage, ne? Ist sowas wie Skype, nur im Jahre 1970. Genau. Also die Rechner noch aus Holz waren. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, wie alt schätzt ihr die Leute da draußen, haben wir gefragt, wie alt schätzt ihr Blumentopf ein insgesamt? Alle zusammen. Ja, sagen wir 154 einfach. Alle zusammen. 200. 200? Nein, 100, 180. So. 100, nee, 170. Ich weiß nicht, vielleicht 120 oder so, 110 so. Ja, dann zu viert sind sie dann 80. Ja? Was? 4 mal 20. Ja, aber die sind doch nicht so jung. Ich sag mal. Meinst du, die sind älter oder wie? Ja, ich sag mal, die sind 100 zusammen oder so. 90, weiß ich nicht. Sagen wir 110. Insgesamt alle zusammengezählt. Alle zusammengezählt. Das ist ja keine Schätzfrage, das kann man auch abzählen. Auch in einer Hand, oder? Na, warte mal, Moment. Weißt du das selbst? Das genaue Ergebnis kann ich dir jetzt nicht sagen, muss ich ja wirklich nachrechnen. Ja? Okay, wir können es mal umgehen. Mach ruhig. Wie viel Zeit habt ihr? Alle Zeit der Welt. Ne, mach ruhig. Nee, ich muss echt mal gucken. Ja, ziemlich genau. Nee, wir lassen es einfach bei 190. Krass. Aber für eine Band, die 21 Jahre Bühnenerfahrung hat, so, ist das ja klar. Das ist klar, da kannst du jetzt sozusagen 105 Jahre Bühnenerfahrung abziehen. Kommen wir zur nächsten Frage, und zwar, welchen Zusatz nahm Gérard kürzlich aus seinem Namen? Ra, wie so ein Wu-Tang Clan-Mitglied, ne? Fast. Gerardo. Herausgenommen. Geramo. Wer isst so gern Käse? Oder? MC. Genau, wie kommt's dazu, warum? Keine Ahnung, ich fand einfach so, dass ich, also MC Master of Ceremony bin ich irgendwie nicht mehr so. Also ich bin ja jetzt kein Rap-Rapper, sondern die Songs sind jetzt bei mir alle, oder ich gebe mir halt Mühe, dass sie so ein Konzept haben, dass sie, hier bewirft uns der Wind mit Red Bull-Dosen. Und ich bemühe mich halt auf jeden Fall, dass die Songs, keine Ahnung, so weißt du, MC ist für mich verbunden mit, Cyphern und Freestylen und sowas, und das bin ich halt überhaupt nicht, und darum war es halt einfach an der Zeit, jetzt mal das abzulegen und einfach nur unter Gérard. Ich finde, es passt halt viel besser zu meiner aktuellen Musik, die ich so mache. Okay.
Okay, dein Album kommt wann, wenn wir gerade über aktuelle Musik sprechen? Ey, das weiß ich selber ehrlich echt noch nicht, aber wir gehen Anfang November auf Tour und es kommt auf jeden Fall vorher. Also da muss es draußen sein. Und es ist auch schon so gut wie fertig. Wir machen jetzt nur noch Feinheiten, Mixing, Mastering, so Dinge, aber eigentlich sind wir fertig. Alle Infos dazu zum Album und zur Tour findet ihr im Interview mit Toxic. Findet ihr alles hier in den Annotations, einfach draufklicken, angucken. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, kannst du alle Mitglieder der Gruppe Blumentopf aufzählen, haben wir die Leute gefragt. Wie heißt der, Schuster oder so? Schuh, ja. Schuster. Wer weiß ich nicht. Geht auf jeden Fall schon mal in die richtige Richtung. Vielleicht gibt es ja noch einen Mike oder so. Nein. Nicht einen. Nicht mal einen einzigen? Nein. Wenn ich Anstub schon mal gebe, DJ Seppalot? Nein. Nein. Oh Gott, nicht mal einen. Wenn ich sage, Kool Savas ist dabei, wer noch? Ach, der ist dabei, echt. Als ob der dabei ist. Nein. Natürlich, schon lange. Oh Gott, also so gut kennen wir Blumentopf dann auch nicht. Ich kann nicht ein. Wenn ich sag, Kool Savas ist dabei, dann weißt du, wer noch da ist. Ach was, ehrlich? Ja. Das wusste ich gar nicht. Hast du nicht gesehen, die waren doch eben auf der Bühne. Kool Savas auch? Ja, klar. Ich hab den echt nicht gesehen, den finde ich voll cool. So, nennen sie doch einmal ganz kurz. Also waren 5 Mitglieder, das waren einmal Mike Specht, Roger, dann Master P, Heinemann, Kaius, sind schon 5. Genau, super. Ihr habt immer Synonyme gehabt, Pseudonyme gehabt, verschiedene Pseudonyme. Du warst zum Beispiel als Holunder bekannt, als Holundermann. Master P war als Kung Shu bekannt. Bin ich da richtig? Ja, nee, Master P war nicht als Kung Shu bekannt, nee. Erklär doch mal die ganzen Pseudonyme. Wen gab's denn alles noch? Ja, das habe ich ja gerade versucht. Also ich meine, also der Roger hieß ganz am Anfang Mike Specht. Hm? Also Mikrofon Specht oder Mike Specht. Das waren sozusagen die 2 AKAs, die er ganz am Anfang hatte. Später halt dann Roger oder nur später Specht und dann nur noch Roger. Ja. Der Kaius, also der heute Kaius heißt, hieß ganz am Anfang Master P. Hm? Danach Heinemann. Und ja, danach dann Kaius. Ja. Und der Sebastian, DJ Seppalot, hieß DJ Seppalot, heißt DJ Seppalot. Wird es auch immer so heißen. Und dann haben wir noch der Flo, der Kungschu, heißt mittlerweile nur noch Schuh. Ja, okay. Hat sich schwer verändert. Und ich, ja, bei mir ist halt Holunder. Und mittlerweile hat sich aber eingebürgert, dass mich meine ganzen Bandkollegen auch in offiziellen Interviews nur noch Wunder genannt haben, so wie sie mich immer schon vorher genannt haben. Deswegen mittlerweile auch Wunder oder Holunder, kann man beides machen. Sehr gut. Für all die Leute, die draußen nicht so den Durchblick hatten, jetzt haben sie ihn auf jeden Fall. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, es ist eine reine Schätzfrage, das können die Leute gar nicht wissen. Was ist Gerards Lieblingsessen? Wiener Schnitzel oder irgend sowas. Kaiserschmarrn. Süßes Essen? Ramon. Käse. Ich kann dir das jetzt ehrlich gesagt so auf die Stelle. Ich esse sehr gerne so Feta-Käse und Oliven und so griechisch, Hummus esse ich gern. Was ist so das typische österreichische Essen? Gibt es da irgendwas? Kaiserschmarrn? Ja, Schnitzel natürlich. Ah, Schnitzel natürlich, ja. Wiener Schnitzel, klar. Schnitzel esse ich auch gern, aber gerade im Sommer kann man das halt nicht so oft. Keine Ahnung, ich esse wirklich sehr, sehr viel, sehr gern. Also was ich nicht mag, sind Champignons. Aber sonst mag ich eigentlich alles. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, zu welchem großen Sportevent bringen Blumentopf regelmäßig Reportagen? Oh Gott, Olympia, was ich weiß. Fußball. Fußball, ja. Also das war WM, EM, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Guckt der Federball so die großen Events? Nein. Federball. Federball, ja. Zum Beispiel bestimmt irgendwas Biker-mäßiges oder so. So Hardcore, diese Rocker-Gangs, ne? Weiß ich nicht. Kannst du dich noch dran erinnern? Okay, wenn Fußball als großes Sportevent, Fußball EM und WM, also es sind ja verschiedene Events, deswegen war ich jetzt gerade am Zweifeln. WM und EM sind nicht ein Sportevent. Ja, es ist halt als Fußball, weißt du? Ja, ist halt Fußball, ist das Gleiche, Fußball. Ja. Einmal Europameisterschaft, einmal die Weltmeisterschaft. Wie kam es dazu? Das kam dadurch, dass wir einen alten Kumpel haben, der schon früher immer gesagt hat, er möchte Sportreporter werden. Und der hat es tatsächlich geschafft in die WDR-Sportredaktion und hatte dort dann zur WM im eigenen Land 2006 den Job, sich was Neues einfallen zu lassen.
und hat dann eben gefragt, ob wir nicht Lust hätten, irgendwas mit Fußball und Musik zu machen und die Bilder irgendwie auf Musik zu schneiden. Und es sollte eigentlich so eine Art ursprüngliche Reanimation des Fußballballetts aus den 70er werden, nur fresh. Und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das doch mit Text versuchen. Und so haben wir das halt einfach über den Typen an Land gezogen. Ja. Cool, ist auf jeden Fall sehr gut geworden. Also ist immer das Highlight quasi nach den ganzen Spielen. Ja, das Highlight ist, wenn sie gewinnen. Ja. Ja gut, stimmt auch, klar. Das kann sich auf jeden Fall mal jeder angucken. Es gibt es auf YouTube immer noch, nach wie vor. Sofern ZDF und ARD die Rechte nicht gesperrt haben. Einfach Reportage eingeben, sehr cool geworden. Dann zur fünften Frage, was ist dein größtes Laster? Ich könnte wetten, Alkohol. Ich bin sehr ungeduldig so, aber ich weiß nicht, ob das echt immer nur ein Laster ist. Ich glaube, das, also ich bin sehr gestresst auch und sehr, wenn es um Zukunft geht und so, mache ich mir immer schon sehr viele Gedanken und einen Plan und ich bin halt sehr ungeduldig. Ich kann halt nicht so irgendwie abwarten, dass was passiert, sondern ich muss halt immer was machen. Und das legen mir manche als Laster aus, wenn sie davon betroffen sind, wenn ich sie stresse und nerve, dass es jetzt sein muss und nicht in 5 Tagen. Aber ich persönlich denke mir irgendwie, das ist, irgendwer muss da auch dafür sorgen, dass was vorangeht. Also ich würde sagen, ich habe keine Laster. Nee, klar habe ich Laster. Aber Ungeduld, finde ich, ist so beides irgendwie. Das ist einerseits natürlich anstrengend für mich und mein Umfeld, aber andererseits geht es dann halt auch was weiter. Okay, kommen wir zur letzten Frage, die ganz besonders interessant ist. Und zwar, welchen Doktortitel hat Wunder bzw. Holundermann dieses Jahr bekommen? Um Gottes Willen, das weiß ich auch nicht. Medizin. Keine Ahnung. Was schätzt du? Wirtschaftswissenschaften. Nee, warte, ich glaube. Wirtschaftswissenschaften. Ja. Biologisch oder sowas. Irgendwas mit Biologie. Vielleicht in Philosophie. Nein, ich glaube, irgendwas Biologie oder so. Biotechnik, Biochemie. Management oder so. Management kann man kein Doktortitel. Ja, aber Biotechnik-Management. Biologie-Management. Ja, das war ich. Doktor der Naturwissenschaften. Ja. Wie kommt es dazu? Wie kann man Rap so lange verbinden mit einem Studium und dann auch noch wirklich erfolgreich abschließen? Ja, muss man halt Bock drauf haben. Also das Studium generell, Studium und Doktorarbeit kannst du noch machen, wenn es dich interessiert und wenn du halt Bock drauf hast, es zu machen. Und mich hat das immer fasziniert und interessiert. Ja, und nicht nur Naturwissenschaften allgemein, also was ich genau gemacht habe, ist Biophysik. Mhm. Und ist eine super Geschichte. Ja, habe ich jetzt fertig gemacht. Was genau planst du für die Zukunft? Möchtest du eher im Musikfeld bleiben oder möchtest du dann deinen Doktortitel ausleben und vielleicht in eine Klinik gehen, irgendwas in der Richtung machen? Als Doktor natürlich in der Klinik, ja. Nein, also es ist eigentlich nicht ein Doktortitel, mit dem man normalerweise in der Klinik landet, weil ich bin ja kein Arzt. Es ist ja einfach ein Doktortitel. Und ich möchte aber schon irgendwas damit anfangen, jetzt jobmäßig. Mal schauen, irgendwo in der Industrie, in der Forschungsentwicklungsabteilung, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mal sehen, aber es ist nicht spruchreif, ich muss mal sehen. Wird es in Zukunft dann noch mal ein Blumentopf-Projekt geben? Ja, das ist, um in dem Fußball-Jargon zu bleiben, schauen wir mal den Singmas schon. Super, dann sage ich Dankeschön für das Interview, wünsche dir noch viel Spaß. Die letzte Frage ist, über welches Label erscheint dein kommendes Album Blausicht? Vorartist haben wir doch, oder was? Vor, haben wir doch gerade gesagt, vor. Fantastic Four Music, Alter. House of Music. Nein, hier. Ich gebe euch einen Tipp, kommt aus dem Ruhrpott. Nein, das kann ich nicht. Aus dem Ruhrpott. Ja. Weiß nicht, Kontor, keine Ahnung. Da bin ich ja sehr gespannt. Lass mal die Leute schätzen. Ich weiß es. Ich weiß es schon. Ich möchte es aber noch nicht verraten. Ich möchte es noch nicht verraten. Aber es ist kein Major. Und Herr Merkt hat mal getwittert, es ist nicht 4Music. Und Herr Merkt hat getwittert, dass er, wenn Gerards Album nicht über 4Music kommt, dass er ein Besen isst. Also, lieber Herr Merkt, wir wollen Fotos. Picture or it didn't happen. Also Herr Merkt weiß Bescheid. Sie wissen Bescheid, entschuldigen Sie bitte. Ja. Ich darf ihn duzen. Ich habe es schriftlich auf via Twitter-Messages. Ich darf duzen. Okay, dann würde ich sagen, danke für deine Zeit. Ich sag danke. Hab noch eine schöne Zeit hier. Ja. Guckst du dir noch irgendwas an hier? Ich guck mir jetzt alles an. Also, Du bist quasi im Touristenmodus unterwegs heute. Voll im Touristenmodus. Das ist das Gute, wenn man so bald spielt, dass man halt echt noch Zeit hat für alles Mögliche. Also ich guck mir auf jeden Fall Megalo an. Ich guck mir Materia zum 4. Mal an, aber ist immer wieder geil. Ich guck mir Wu-Tang Clan an, Beginner.
Tiger ist angeblich richtig scheiße, habe ich gehört von irgendwem. Ich gucke mir auf jeden Fall Iggy Azaleas Arsch an. Da werde ich wahrscheinlich auch wieder wie am Splash vor einer Woche. Was hast du gesehen? Wir sind kurz vorbeigelaufen und es war so eine geile Szene gerade. Weißt du, die hat gerade ihren Track zu Ende performt. Wir sind stehen geblieben, haben zugeguckt, alle Ende waren oben, so ja. Leute haben gefeiert. Dann war auf einmal so ein bisschen ruhig, da hat sie sich einfach nur umgedreht. Und auf einmal flippen alle aus, zehnmal wie beim Track vorher, weißt du, einfach nur, weil die alle jetzt ihren Arsch sehen. So. Die hatte ja auch so Augenlider auf ihrer... Es war so lustig, wir kamen, also du darfst ja bei manchen Künstlern dann, wenn du halt selber Künstler bist, noch so auf der Seite, auf der Bühne zusehen. Und es standen alle da und ich kam halt so 10 Minuten später und fragte so, ja, wie ist es? Die so, guck's dir an, ich weiß nicht, wie ich das finden soll, aber wow. Und der hat die ganze Zeit nur getwerkt, oder wie heißt es? Twerked. Twerking. Twerking. Sie hat die ganze Zeit nur Arsch geschüttelt und aber richtig, so meine Freundin stand neben mir und die meinte, hey, das ist ja unmöglich, das ist ja so anstrengend mit diesen Schuhen da so tanzen die ganze Zeit. Also es war viel. Und analysieren das ja dann auch immer so, weißt du, wir gucken halt einfach nur. Wir gucken einfach nur auf den Arsch und auf die Augenlider, die sie auf ihrer Hose gedruckt hatte. Ich würde sagen, wir haben ja auf jeden Fall die Headline für das Interview gefunden. Ja. Nur und wie gesagt, viel Spaß noch und Hände brauchen wir jetzt nicht nochmal schön. Ja, haben wir nochmal. Machen wir nochmal für die Kamera. Schönen Tag dir noch. Ebenfalls. Ciao. Ciao.